es sich für einen natürlich guten Fitness-YouTuber gehört, starten wir definitiv natürlich in der Kraftkammer, Freunde. Und wen haben wir hier am Start? Nämlich Patrick. Ich stelle ihn vor, nämlich den aktuellen und aktiven Eurofighter-Piloten. Der ist heute bei uns am Start. Freue mich extrem. Vielen Dank. Danke. Keine Ahnung, wer vielleicht Top Gun gesehen hat, aber Patrick könnte der Hauptdarsteller sein. Was vielleicht für euch interessant ist, Freunde, ist mal, wie trainieren Eurofighter-Piloten? Wie trainieren Kampfjet-Piloten? Gibt es da irgendwie ein spezielles Training? Weil du schaust ja auf alle Fälle schon mal richtig stabil aus. Danke für die Hosen. Wir beim Eurofighter, wir trainieren frei nach dem Motto Koordination vor Schnelligkeit, vor Kraft, vor Ausdauer. Bei uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir stabil, perfekt, sympathisch, dass wir sehr stabil, vor allem Rumpfmuskulatur, Halswirbelsäule, da sehr stabile Muskeln drinnen haben. Das ist für uns sehr wichtig, weil auf uns sehr große G-Kräfte wirken. Im Eurofighter bis zu 9 G, das heißt das Neunfache von der Erdanziehungskraft. So wie wir jetzt da stehen, haben wir 1 G, das heißt ich habe 100 Kilo, mit 9 G und der Ausrüstung werde ich dann ungefähr eine Tonne schwer. Weil ich dann noch einen Gegner hinter mir habe oder ein Flugzeug hinter dir, so wie heute am Nachmittag, wenn du hinter mir oder vor mir bist, dann im Flug, dann werde ich die suchen müssen. Und wenn ich genau hinter dir schaue und ich ziehe beim Flieger an, dann wirken auf meine Halswirbelsäule mehrere 100 Kilo. Ja, aber schießen wir heute nicht ab, gell? Natürlich. Ja, was haben wir noch? Gut, das ist unser Space Curl. Im Endeffekt ist es ein vollkardanisch aufgehängter Kreisel. Du versuchst einfach wieder, dass du genauso hinstößt, wie du jetzt noch bist. Ja, okay. Also dann, 3, 2, 1, go. Scheiße! Komplett ungewohnte Bewegungsabläufe. Aber wenigstens kann man schön gut reinflexen, das ist das Wichtigste. Läuft. Und wo man sich jetzt so schaut, Patrick, wie oft trainierst du? Ich trainiere ungefähr 3 bis 4 Mal in der Woche. Pilotenspezifisches Training mit unserem Trainer ungefähr 3 Mal und dann nur 4 Mal Hypertrophie. Ich habe da 3 so Tage, quasi A, B, C und dann noch einen Ganzkörpertag. Relativ hochfrequent das Ganze, immer im Supersatz. Immer im Supersatz? Immer im Supersatz. Wie viel Pause zwischendrin, zwischen den Übungen? Gar keine. Gar keine. Nein, ich bin im Fitnessstudio zum Schwitzen. Okay, ja, wegen Einstellung. To get work done, ne? Ja, genau. Ja, ist so. Wie lange dauert so eine Einheit? Ungefähr Stunde 45. Ohne Aufwärmen. Rein nach dem Motto vom Schwarzenegger: mehr Wiederholungen, mehr Gewicht, ergibt mehr Muskelmasse. Also alles Volumen läuft. Längere Pausen für mehr Muskelreize, dann sagst du nein, lieber Ausdauer an oder zu mitnehmen, Kraft-Ausdauerbereich. Genau, so ist es. Wenn man um ist, dann. Ja. Ist man gleich wieder rund. Wir haben grundsätzlich 800 Bewerber für den Pilotenberuf im Jahr und circa 1 bis 2 werden dann Eurofighter-Piloten. Und du hast es geschafft. Ja, ich hatte einen guten Tag. Ja, das ist mein Spezialdisziplin, da kann ich wenigstens auch ein bisschen mithalten. Wie viele Liegestütze schaffst du, Patrick? Alle. Bester Mann! Durch das, dass ich permanent deine Hit-Workouts mache, schaffe ich natürlich jetzt mehr wie vorher. Ballerst du wirklich meine Workouts hin und wieder raus? Ja, definitiv. Ey, mega. An dieser Stelle danke für mich. Vor allem deine Workouts haben mich durch sehr viele Quarantänen im In- und Ausland gebracht. Durch das, im Ausland, ja. Wo hast du das ausgeballert? Italien und Deutschland. Ah, ja. Diverse Mal. Ja, also vorne immer schön Workouts rausballern. Gilt auch für euch, gell? Schön durchziehen. Ein schöner Rücken kann entzünden, aber ein Bauch tut's auch. Und viel vor deinem Training schaut wirklich so aus, sagst du? Ja, definitiv. Ja, gar nicht schlecht, Sascha. Du hast das Potenzial. Ja. So, okay, los mal gürten. Okay, jetzt nächste Übung, oder? Perfekt. Passt auf, die nächste geht's. Übung auf unseren Neckbreaker. Wer rum, der so hast, wirst du jetzt gleich sehen. Ich bin gespannt. Neckbreaker. Du sitzt dich quasi ganz normal einig. Bei uns ist einfach die Nackenmuskulatur die wichtigste, durch das, dass der Kopf frei im Cockpit herum schweben muss. Natürlich. Ja, schweben muss. Schaut irgendwie aus wie so ein riesen Kopfhörer. Das steht da ganz gut. Ja. Dankeschön. Ich hab so einen Dickschädel, ich weiß nicht, schau. Naja, mit ein bisschen Druck. So von unten musst du reinrutschen. Ach so, von unten? Ja. Ja, passt also. Ich fange jetzt an zum Drehen. Ja. Und sobald ich da dann das Go gebe, drehst du den Kopf auf die andere Seite. Ja. Okay. Ah, super. Ja, perfekt. Also richtig interessant, du hast da eine Nackenmuskulatur am Start, die man so nie trainiert. Das war ja eigentlich für den Box auch, oder? Ja, definitiv. Was wir eigentlich gerne machen, ist so Bizepspyramide. Das heißt, wir stellen uns gegenüber auf. Jawohl. Die SZ-Stangen, ich mache einen, du machst einen, ich mache zwei, du machst zwei. Was? Bis 10 und wieder runter. Völlige Bizeps-Eskalation, dafür bin ich immer zu haben, Freunde. Let's go. Für wie viel Kilo bist du bereit? Für alles bis der Bizeps platzt. Das ist der Plan. Perfekt. Ja, Eurofighter-Pilot, Patrick. Traumjob, oder? Definitiv. Ha. Geilster Job der Welt. Geilster Job der Welt, das kann man vorstellen. Boah, mega. Ein Flieger ohne Limit. Ne? Bei unserem Flieger werden die physikalischen Grenzen quasi mehr so anhalten. Ne? Also alles, was man loslässt, fällt hinunter, zählt bei uns nicht. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass wir einfach unsere Atmosphärenschicht verlassen. Also die Stratosphäre, wo der Baumpartner Felix rausgekupft ist, das schaffen wir auch. Wirklich? Ja. So. Vielleicht nicht ganz so hoch, aber in dieselbe Atmosphärenschicht. Ja, ist das heftig. Frage aller Fragen, ist die Erde eine Kugel? Das liegt im Auge des Betrachters. Wie Sie sich für einen echten Trainierer gehört, haben wir ein egozentrisches Weltbild. Das ist das ohne Level und mit Level machen. Super Frage, natürlich ohne Level. Boah, die Form. Wer ja, bist du wahnsinnig? Jawohl.
Boah, die Maschine von jetzt. Jetzt zwei. Einmal sagen, fresh Tätowierung, The Rock-mäßig, gell? Dankeschön. Mega aus. Warum bist du nicht tätowiert? Oh, ich weiß auch nicht. Hätte ich mich tätowieren lassen? Nachholbedarf. Nachholbedarf. Irgendwie darf es mir reizen. Was sagt die Audienz? Die Audienz. Ja, Freunde, was sagt eine Tätowierung irgendwo am Arm oder so? War das was? Schreibt es gerne mal in die Kommentarbox. Bin ich gespannt. Oh. Nein. Boah. Ich hoffe, du schwitzt auch schon. Boah, ja, ich schwitze auch schon. Bizeps platzt. Maschine. 100 Kilo Kampfgewicht. Ich muss mich ein bisschen an dir ranhalten. Ja, genau. Und sehr gut, geht schon. 10. Oh. Stabil. Boah, jetzt warte ich. Gib ihm. Freunde, es kann ja kein Video vergehen, wo ich nicht einmal komplett ans Limit gehen muss. Bei jedem verdammten Video, was ich produziere, mit euren Videowünschen, will ich immer komplett eskalieren. Aber feiert dich. Jawohl. Sascha, drum mögen wir dich und schätzen wir dich. Geil, so. Bizeps ist auch zerstört. Was steht jetzt so? Jetzt können wir noch ein paar Klimmzüge machen oder sonst irgendwas. Was? Bin dabei. Gehen wir Klimmzüge machen. S2-3. S2-3, jetzt geh. Und hopp. Bann mal 10 aus, oder? Klar. Mal zum Aufwärmen, ne? Runden Bagel drücken, damit wir nicht asymmetrisch werden. Passt. Runden Bagel drücken, auf geht's. Das Bock drauf. Sonst braucht er einen Honig mal. Zum Honig machen. Ja, passt. Also, weiter geht's. Klar, Benchpress-Killer-Übung. Hau rein, Sascha. Jawohl. Stark. Super Ausführung. Ja. Ja, perfekte Ausführung am Start. Nee, du hast mir sogar vorgezeigt, ne? Ja, das ist gut. Das ist doch gut. Ja, perfekt. Oh. Jawohl. Stark. So, was steht jetzt? Immer Spaß mit dir. Ja, ja, immer eskalieren. Im Hintergrund natürlich alle am Start. Die nächste Maschine, kann man nur sagen, also auch Eurofighter-Pilot, ja? Ja, ehemaliger Eurofighter-Pilot, ja. Also mittlerweile hat mich der Patrick abgelöst, ja. Und jetzt, da wir haben heute, fliegen wir gemeinsam auf der PC-7 zusammen. Ja, mega. Erinnerst du mich an Tom Cruise? Sehr fresh, top Form, muss man sagen, tipptopp. Aber Maschine, wie oft trainierst du, wenn ich fragen darf? Ja, also ich probiere so auch 4-5 Mal in der Woche zum Trainieren. Ja. Bin auch eher mehr der Kraftsportler, Ausdauer ist jetzt. Hört auch dazu, aber ja, man kennt's. Wie schaut bei dir Kraftsport aus? Da in der Kraft kommen, oder? Genau, ich mache meistens 3 Mal in der Woche da im Dienst und am Wochenende noch im Gym. Ja. Da haben wir auch ein bisschen was aufgebaut. Ja, also, es muss immer irgendwie. Also machst du ein paar Workouts daheim auch? Ja, genau. Ich habe Klimmzugstangen daheim, ein paar Kurzhanteln daheim. Ja. Eine Rudermaschine habe ich auch sogar daheim. Ja. Ey, mega. Hast du schon mal HIT-Workout gemacht? Ja, natürlich. Ja, ja, mega. Hast du eins auch schon gemacht? Na, natürlich. Ja, ja, klar, sicher. Da ist es. Zur Covid-Zeit, ja, habe ich mit dir zusammen das gemacht. Ey, mega. Mega, hey, gefällt mir richtig. Also ja, ist immer wieder schön zu hören, Freunde, wirklich, wenn man da was produziert und das kommt halt dann zurück und das Menschen schnell köpfen können. Patrick? Wie schnell fliegen so Eurofighter? Ich glaube, die Fragen wollen es alle wissen. Definitiv. Ah, das kommt darauf an, wie schnell dass wir fliegen wollen. Wir schaffen von 200 bis über 2000 km/h. 2000 km/h. Ja. Und der Überschallknall ist der dann doppelt oder was? Genau. Der ist ja ab 1000, oder? Genau. Also wir schaffen ungefähr die 2,5-fache Schallgeschwindigkeit. Ist das so mehr Knall, oder? Nein, es ist einfach ein größerer Knall. Man kann sich den Überschallknall so vorstellen, ungefähr wie ein Schiff, das in den Hafen einläuft und da, wo die Wellen vom Schiff aufs Ufer treffen, so trifft auch der Überschall auf die Erde und dort ist dann laut. Ja, zack, da ist dann laut. Was war so die häufigste Frage, was die Leute sonst noch fragen zum Eurofighter? Können wir mal mitfliegen mit dir? Hier mitfliegen, ja? Ja, du grundsätzlich gerne, wir haben aber nur Single-Seater, das heißt, ich sitze alleine im Cockpit, du müsstest auf meinem Schoßraum sitzen da. War kein Problem für mich. Also, du bestiegst du immer da? Genau. Wir haben die Ausbildung im Ausland, da haben wir dann Doppelsitzer in Deutschland. Ah, okay. Für die ersten paar Flüge, weil es doch super ist, wenn man das erste Mal einen Leichenflieger in Betrieb nimmt, dass da ein Lehrer drinnen sitzt. Ja, der schon gedacht, wie? Ja. Rechnen wir da im Besten? Was rechnen wir da? Grundsätzlich rechnen wir in Kilonewton Schub und wenn wir die 180 Kilonewton, die wir mit haben, umrechnet auf Straßenbass, waren es ungefähr 150.000. Wenn du dann Sportwagen kaufst, wir haben einen schnelleren. Ja, und in der ersten. Und ja, die Größe in der Luftfahrt ist super teuer. Macht aber auch super viel Spaß. Du wirst es jetzt am Nachmittag sehen. Ist klar, ja. Mehr wie du heute kommt in Eurofighter grundsätzlich niemand. Außer der Pilot selber. Ja, ja, war cool. Fein richtig. Ich bin so gespannt. Aber Freunde, jetzt nicht viel skippen. Wir haben ein paar gute Sachen für euch. Gell? Also nicht jetzt glauben, jetzt bis zum Schluss schauen. Und es kommt. Jawohl. Los geht's. Wie sehe? Ausschneiden, ausschneiden. Jawohl. Ach, das hat gereicht. 5 Sekunden, check. Profi sagt 2. Achso, wir gehen jetzt davon aus, dass ich das jetzt kann, gell? Ja. Eigentlich schon. Jawohl. Maschine! Kann ich beide auslassen, beide, oder? Ach, die Ballern, was geht?
Und jawohl! So, die Maschinen sind bereit. Ey, kannst du jetzt schon noch fliegen? Definitiv. Ja, okay, sehr gut. Ja, und der Shirt noch anziehen, gell? Na, geh, wieso? Wir gehen so fliegen. So fliegen, die Freunde. Definitiv. Ja, passt. Also so reinflexen und ich mache weiter. Summer is around the corner. Jetzt haben wir gelandet. Ich bin komplett durchgeschwitzt. Könnt ihr euch nicht vorstellen, die ist so schlecht. Die Hände kriegst du nicht in die Luft. Dann wird es kurz schwarz, bist weg. Der Büdel wird immer langsam immer schwärzer und schwärzer. Dann kommst du wieder ins Bewusstsein und dann merkst du wieder, wie schlechter ist. Und dann die Sekunden, wo du kurz da bist, bist du schon wieder weg. Du spürst deinen Körper nicht mehr, weil alles so einen Druck macht. Beine immer noch taub, spüre ich nicht. Oberkörper kribbelt. Ich muss mich gerade richtig bemühen, dass ich die GoPro da oben halten kann. Unterm Fliegen ist gar nicht gegangen, habe ich von unten gefilmt. Respekt an den Piloten.
Gehkräfte auch aushalten kann. Mir ist ähnlich gegangen wie dir beim ersten Flug. Ja. Mir ist auch schlecht geworden, aber ich habe genau gewusst, wenn ich speibe, komme ich nicht am Jet und ich wollte unbedingt am Jet. Ja. Ich habe gespielt, aber ich habe alles im Mund gehabt und habe alles wieder runtergeschluckt und der Lehrer hat das nicht mitgekriegt. Ja. Das ist die Mentalität, Freunde. Work hard, erster Eurofighter-Pilot, nicht umsonst. Also ich kann echt nur sagen, Respekt, danke, dass du mich da mitgenommen hast. Ja, jetzt machen wir aber Klimmzüge, oder? Vielen Dank. Ich spüre meine Hände nicht. Ja, Freunde, jetzt ist es soweit. Also ich bin komplett zerstört. Es war aber richtig legendär. Wir sind drin gesessen, ja. Fliegen wir so, ich denke mir so, ja, macht richtig viel Spaß, ist echt schon richtig cool, machen schon so ein paar Kurven und so. Und ich habe mir gedacht, das war's. Und dann sagt er so, Sascha, jetzt starten wir, jetzt geht's los. Ja, dann ist erst losgegangen. Ich bin richtig erstaunt, ich habe schon viele Challenges gemacht, so was mir an die körperlichen Grenzen gebracht haben. Aber das waren so körperliche Grenzen auf einem ganz anderen Level, so vom Bewusstsein, der Kreislauf. Ja, ist klar, du musst einfach mit der Belastung umgehen lernen. Ja? Und das ist der Körper nicht gewohnt, gell? Da geht es auf wie runter, links, rechts und auf einmal versackt das Blut. Du musst deine Beine anspannen, dein Gluteus Maximus und alles drumherum, dass du einfach nicht bewusstlos wirst und währenddessen dreht sich die ganze Welt. Ja? Du musst dir vorstellen, wir sind jetzt mehr oder weniger allein geflogen, wenn wir den Kunstflug gemacht haben. Ja? Im Endeffekt, wir machen das zu 4, zu 8. Gell? Und da musst du mit deinem Buddy, mit deinem Team zusammenspülen. Ja? Du musst alles sicher ablaufen, du musst immer alles sehen. Ja? Das heißt, du hast Griff im Cockpit drinnen, wo du dich herumdrehst. Ja? Währenddessen hast du aber die volle Belastung, das geht auf die Halswirbelsäule. Du bringst deine Hand fast nicht auf, dass du am Canopy Bower angreifst oder was und dich herumdrehst. Ja? Dann hast du hinter dir und drinnen dann Klüppel voll zum Bauch, dass er dich nicht erwischt. Gell? Dann überschießt er, dann gehst du schon wieder auf einen Re-Attack und so irgendwas. Also du spülst es ab. Gell? Also das ist wirklich Action. Ja? Ja, das, was wir gemacht haben, war, da haben wir gar nichts angefangen. Ah, sag mal, das schneiden wir aus. Für mich gefühlt war das komplett Formel 1 Rennen. Du sagst noch, das war noch ein leichtes Level, das geht noch auf einen ganz anderen Level. Jetzt haben wir da 3,8 G gehabt, Eurofighter G bis zu 9 G. Ja, ja. G ist nicht gleich G. Formel 1 hat die G-Kräfte hauptsächlich links, rechts in der Raketen, weil die liegen hauptsächlich in der Raketen so rein. Ja. Wir haben die G-Kräfte, die so wirken und das ist genau das, dass das Blut vom Kopf versucht zu versacken. Ja, und dafür wirst du bewusstlos. Und dann ist die Zeit auch ausschlaggebend. Wenn du von Tisch runterhupfst, hast du ein paar Sekunden die G's. Wenn du aber am Flieger drinnen sitzt bei uns, dann hast du auf einmal eine halbe Minute oder Minuten G's. Ja. Da muss der Kreislauf erst dagegen arbeiten. Ja. Und wie war das jetzt für dich, wenn du sagst, jetzt steige ich mal wieder um, jetzt möchte ich Linienpilot werden? War nichts, oder? Für mich wäre es, glaube ich, jetzt weniger. Ich meine, ich mache den Job jetzt schon über 30 Jahre. Ich mache ihn sehr gerne und wenn man seinen Job gerne macht, macht man auch gut. Ja, super Einstellung, finde ich auch. Wie war es bei dir, mein Aufreiter? Ich habe dich gesehen. Super entspannend. Ich habe dich umgedreht, hast du mich gesehen? Sicher, ich habe dir zurückgedreht. Ja, sicher. Ja, wie war es im Eurofighter für dich? Ganz entspannend. Ja, das war aber super mischen, oder? Ja, genau. Also da in diesem Sinne verlinke ich sehr gerne natürlich in der Videobeschreibung, wenn es euch das interessiert, Freunde. Schaut da vorbei. Ja, falls das mal für euch was war, dann glaube ich, seid ihr bei der richtigen Adresse. Anytime, ja. Kann nur sagen, danke, dass ich heute dabei sein darf. War wirklich absolut spektakulär. Ich komme sicher nimmer. Ja, Spaß. War wirklich ein legendäres Leben am Limit. Hat voll Spaß gemacht. Weiterhin alles Gute. Danke für deine Workout-Videos. Ja, voll gern. Voll gern. Sag ich nur danke. Und welche Supplements sind die besten? Die von Prosis? Ja, richtig. Ihr wisst Bescheid, Sascha 10 regelt. Also Europas Marktführer für Sportnahrung. Sehr gerne vorbeischauen. 10% Rabatt natürlich. Viele Ratsprodukte und natürlich jede Woche neue Gewinnspiele auf Instagram. Sehr gerne vorbeischauen. Also 20.000 Fitnessprodukte warten auf euch, Freunde. In diesem Sinne, jetzt bei Prosis vorbeischauen am besten. Macht es gut, haut rein und ja, bis zum nächsten Video. Lasst auf alle Fälle Daumen nach oben da. Und bis! Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.